Einen wunderschönen guten Abend, meine Thai-Fans und meine Abonnenten. Ja, ich war heute wieder was einkaufen mit meiner Frau, Blumen, ja, und Weintrauben, man weiß das. Der Garten ist noch zu groß. Ich habe auch ein paar Rosen gekauft, Jasmin, und drei Stücke Weintrauben. Ich hoffe nicht, die fressen sie mir nicht ab. Und sieben Rosen, da habe ich sieben, neun, werde ich morgen noch ein paar zukaufen. Drei Weinstöcke und dann haben wir noch solche roten, die kann man so als Hecke nehmen. Die kennt auch jeder so. Da wird eine Hecke gemacht bis zum zweiten Pfeiler. Die wird auch nachher so ungefähr 50 breit, Meter hoch werden sie und dann tragen sie immer auch die Blumen. Da haben wir rote und die Orangen. Ja. Und dann, was da hinten noch eingepflanzt sind, die zwei Büsche, da kommt noch zwei dazu oder drei. Ja, da stehen meine Rosen. Sieben Stück, die kosten 100 Baht Stück. Die Weintrauben habe ich ein bisschen runtergekriegt, der Stamm kostet dann 300, habe ich bezahlt. Insgesamt haben wir 2,6 bezahlt. Ja, kriegst du nicht mal in Deutschland sowas. Ja, und dann hat sie ja große Jasmin gekauft und kleine. Ja, mal sehen, was sie anfangen. Orlando kann ich ja selbst großziehen. Da brauchst du nur die abschneiden, in Wasser oder in der Erde stecken und feucht halten. Die schlagen Wurzeln sehr schnell. Nur feucht gehalten. Und ich habe da genügend Ableger jetzt reingesteckt in Wasser. Dann haben sie in 3, 4 Wochen Wurzeln geschlagen, dann kann die in die Erde rein. Tja, oder ich stecke noch welche in einem Flussnähe. Die werden bei mir schnell groß. Der Baum, der bei der Küche ist, der steht jetzt ungefähr 1,5 Jahre. Da sieht man schon, wie groß der ist. Und wenn ich ihn mir zurückschneide, kann man da den Ableger nehmen. Ja, da hat der Gärtner angeboten, da wollte er 50 Baht bezahlen, das Stück. Dann hat er 30 Baht verdient. Und ich habe 50 verdient da dran. Ja, so wird das gemacht denn. Ja. So stecke ich die rein, denn wenn sie jetzt ein halbes Jahr ist und haben die ersten Blütenknospen, kann ich sie verkaufen für 50 Baht. Ja, da verdiene ich ja gutes Geld. Ja. 5, 6 Stück verkaufen, das sind 300 für kein kleine Arbeiten. Ja, man wird immer los, alles. Das kann meine Frau machen, weil ich kein Gewerbe habe für Blumenhandel. Ich habe nur einen Gewerbeschein geholt für Verkauf von Lebensmitteln. In- und Export. Ja, man kann auch sagen, es sind Pflanzen, die kommen aus Asien, aber die wachsen auch in Italien sehr gut. Da kann ich sagen, exportiert nach Thailand, dann darf ich die auch verkaufen. Aber man darf keine Pflanzen reinnehmen hier in Thailand, da muss man wieder eine Lizenz haben. Das kann ich alles erzählen, das ist langwierig. Ja, dann waren wir auch noch bei Makro, haben wir Mayonnaise gekauft. Naja, die Mayonnaise habe ich bei Lotus gekauft. Die war ein Angebot von Heinz. 122 Baht, das sind gute gewesen. Habe ich mir gleich die letzten 3 Gläser mitgenommen, sonst sind sie mir weg. Und wenn ich die bei Marco gekauft hätte von Kraft, die kosten fast an 198, die ist mir zu teuer gewesen. Dann sage ich, dass, von Kraft mache ich die Mayonnaise nicht. Dann kann man lieber von Heinz nehmen oder die Best Food, die haben das nicht. Die kostet auch in 100 Baht und wegen 20 Baht, das ist ja nicht mal 80 Cent teurer. Aber da mache ich ja mal praktisch meine Soßen daraus, meine Salatsoßen. Ja, und morgen werde ich meinen Hähnchensalat machen mit Ananas, mit Mandarin. Das schmeckt ein bisschen besser, man kann das mal mit Mandarin machen und dann kommen da Frühlingszwiebeln rein, weil es ein kräftiger Geschmack ist. Ja, ein bisschen, oh, dann war ich ein bisschen an Überlegen, ein bisschen abschmecken mit Senf, weil Senf kann man selbst auch überall reinmachen, ein bisschen. Ja, und dann kommt da ein bisschen Curry rein, damit schön gelb ist, oder Kurkuma ist auch sehr gesund. Ja, ich mache lieber Kurkuma ein bisschen rein als Curry. Kann man ein bisschen mixen. Und da werde ich ein Video machen. Das kriegst du auch hier nicht gekauft in Thailand, Salate. Und das vermisse ich. Nur der Heringsalat. Ich habe mal heute geguckt, was ein Glas Hering kostet. Da habe ich gesagt, das ist mir zu teuer. Da sind höchstens 3 oder 4 Stück drin.
Und da bezahle ich keine 200 Baht dafür. Das ist ja schon Wucherpreise. Ja, das sind meine Solarleuchten. Die sind auch beidseitig, wenn man es so sieht. So. Die sind beidseitig Solar. Einmal vorne und einmal hinten. Die werden jetzt auch nächste Woche aufgestellt. Da habe ich 4 Stück, 2 kleine mit 80 Watt und 2 mit 100 Watt. Die kommen hier vorne. Und die, wenn einer lang geht, werden die heller. Wenn da keiner lang geht, dimmen sie leicht. Das ist gut. Und dann die anderen 2 gehen hinten in den Garten, damit man ein bisschen Licht hat abends, wenn man noch gießen tut. Ja, die Rosen werden nach vorne gepflanzt. 6 Seite. Und meine Frau will so eine Pavillon haben. Das muss ich auch machen, weil wir Pflanzen haben, die wachsen über ein Pavillon rüber. Dann hast du ein Blätterdach. Ja, sind zwar noch klein, dauert aber noch 3-4 Jahre, bis das richtig voll ist. Ja. Ja, jetzt wird auch langsam fertig gemacht und alles. Heute wäre das nicht, morgen bin ich auch noch unterwegs. Vielleicht will ich noch ein paar Rosen auf dem Markt kaufen, unterschiedlich. Und mal sehen, wie ich das mache. Ich wollte so einen Kreis machen, dass die Rosen im Kreis sind. Mal sehen, wie das ist. Ja, dann kann ich das mal machen. Ja, dann würdet ihr das auch mal gerne nachher sehen. Das ist nur alles so von dem Haus, damit man schöne Pflanzen hat. Und beim Gästehaus kommen auch noch Pflanzen dahin. Da werde ich noch mal sehen, die, was ich vielleicht vorne habe. Die mit den Blüten, mit wenig Blätter, die sehen auch hübsch aus. Da habe ich jetzt genügend Ableger. Ja, da habe ich jetzt 4 gezüchtet. Einen habe ich als Bonsai kurz gehalten. Hoffentlich wird er nicht größer. Ja, ich bin immer so ein Versuchtier. Ich lese das und was kann man da machen und dann mache ich das auch. Ja. Und dann nächstes Mal will ich ein paar Hollander nach draußen pflanzen. Die werden nachher schön dicht bei der Einfahrt sein. Und da verfüllt denn keiner denn. Wo die meisten Blüten brachten. Der Einfahrt ist, da wohne ich. So kann man das sagen. Und auch bei der bisschen entlang und so, weil die schöne Flachwurzeln haben, die breiten sich schnell aus. Besonders an Hang will ich das meinen. Und dann habe ich das doppelte Sichtschutz denn. Ja, das wird noch schön. Weil die Orlando kommen ja sehr schnell, die wachsen sehr schnell. Und kann man sagen, in 2 Jahren sind sie 3 Meter hoch. Und dann mit Blütenpracht voll. Ja, meine Frau sagt auch, sie will noch so eine rote haben, aber es gibt sie nicht, oder eine blaue. Da habe ich gesagt, es gibt ja noch höchstens zart lila kann man das kriegen. Eine weiße haben wir, so eine weiß-rosa haben wir. Und dann noch ein bisschen mehr weiß mit rosa. Ja, jetzt müssen wir dann noch eine dritte Sorte kriegen. Ja, sie hat auch so ein paar Blumen von der Schule gekriegt. Das ist so wie eine Hortensie. Sieht sie aus wie die Blüte. Die habt ihr in Thailand auch schon gesehen. Haben die Kinder so, haben sie abgeschnitten welche, weil in der Schule sind da so ein großer Strauch. Ja, und das will meine Frau auch dann eine ganze Reihe lang machen unten. Dann haben wir einen Blütenmeerbrach hier. Ja. Und die wachsen auch schnell, sind auch in 2-3 Jahren schon hoch. Ja, Jasmin. Ja, nächste Woche kriege ich auch Lavendel. Ich habe es bestellt, wenn sie Lavendel kriegt, die kaufe ich gerne, 20 Stück. Die kann man sich auch schon schnell selbst vermehren. Und dann, wenn ich die 20 habe, kann man so schön lang machen, ist auch gegen, schön gegen Mücken. Man kann es einen Geruch nehmen. Ja, nur Öl machen kannst du auch davon, da brauchst du aber so viele. Muss ich immer ausprobieren. Ja, meine Leute, wie heißt das? Selbst ist der Mann. Ja, und ich glaube auch so Ende Dezember oder Ende des Jahres bin ich auch mit der Arbeit fertig. Dann kann ich meinen Räucherofen anfangen. Und ich hoffe nicht, dass wir das gucken. Es ist jetzt wieder hell. Jetzt habe ich ein bisschen die Lampe leuchtet, denn weiß. Und wenn das ein bisschen langsamer ist, dann wird es so gelb-weiß, wie ihr es eben gesehen habt und so. Ja. Alle sagen auch schon, wir haben ein schönes Haus, schön groß, ja, es ist groß. Und danach geht auch die Preise, wenn sie das Haus sehen, ja. Ja, das, draußen habe ich mir die Farben angeguckt, das draußen kommt eine Farbe, das ist so ein Kunststoff mit
Kunstharzgemisch, gibt es hier in Thailand auch, kostet mit Farbe drin fast an 4000, das sind 20 Liter in großen Eimer. Dann haben wir gesagt, das brauchen wir mängig, viel. Aber jetzt möchte ich mal sehen, was die Architektin sagt, weil sie muss die machen. Die, da habe ich gesagt, kauft das, da könnt ihr mir die Haarrisse zumachen und die großen Risse will ich dann ausbessern mit Silikon und ihr braucht nur streichen. Ich habe ja noch so hier, nicht Silikon, Acryl habe ich, da kann man auch überstreichen. Dann kann ich die Risse beim Zusammensetzen von den Storz, wo es gerissen ist, aufschneiden und mit Acryl voll machen. Und dann kann sie das überweg streichen. Ja, dann kann sie mal sehen, was länger hält. Ja. Ja. Den Haarsalz habe ich dann nachher mehr zu pflegen im Garten. Und meine Frau hat ja kaum Zeit. Ja, dann, wenn ich fertig bin, habe ich wieder was immer zu tun hier. Ja, meine Leute, dann wünsche ich was. Noch einen schönen Samstagabend und schönen Sonntag. Bis nächstes Mal. Euer Sigi. Apropos, morgen gehe ich auf den Markt, was größer ist in Nong Thai. Und da werde ich auch ein Video machen. Und das ist 18 Kilometer von uns entfernt. Da wohnt auch ein Schweizer, der ist aber nicht da. Der geht morgen nach Bangkok, der fliegt nach der Schweiz. Tja, und mal sehen, was der Markt an Rosen hat. Unterschiedlich, Buschrosen würde ich gerne haben, aber kriegt man hier soweit nicht, habe ich gesehen. Muss ich mal meinen Korat auf dem Blumenmarkt gucken. Die haben mehr Auswahl. Mal sehen. Jetzt ist es da dunkel geworden wieder. Jetzt kann ich wieder ein bisschen bewegen. Jetzt ist es wieder heller. So ist die Lampe. Das ist eine gute Lampe. Ja, meine Leute, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag, einen schönen Samstagabend. Bis nächstes Mal. Euer Sigi aus Thailand. Ciao.